Einen wunderschönen Willkommen zu einer weiteren Folge von Gabriel Knight 3. Wir befinden uns in Mosleys Zimmer, dem hübschen Zimmer. Guckt euch das mal an hier. Also genau das fehlt mir, weil ich allein lebe. Reine, reuelose Faulheit. Genau, was haben wir hier drüben? Mosley muss etwas im Schilde führen, wenn er seine Aktentasche mitschleppt. Okay. So, hat er noch irgendwas zu sagen? Mir fällt im Moment nichts ein, worüber ich mit Maus reden könnte. Nö, dann müssen wir hier gehen. Ich hau dann mal ab. Schauen wir uns heute Nachmittag zusammen ein bisschen um? Heute Nachmittag? Nee, da habe ich schon was vor. Ach. Was kannst du schon vorhaben? Du bist im Urlaub. Ich habe mir Arbeit mitgebracht. So, du weißt so. Ja, ein Polizist hat niemals Feierabend. Ja. Hab noch nicht mal angefangen. Ach übrigens, würde es dir was ausmachen, niemandem zu sagen, dass ich ein Cop bin? Was? Das haben wir schon. Die Leute reagieren dann immer so komisch. Ich möchte ein einziges Mal ein durchschnittlicher Meier-Müller-Schmidt sein. Komm schon. Maus, ich habe Neuigkeiten für dich. Noch durchschnittlicher kannst du gar nicht werden. Nein? Schon gut, schon gut. Schweigen ist Gold. Danke, wir sehen uns. Oh ja, mein Gott. So, gucken wir mal weiter. Hier ist ein Glas. Hier können wir ein Glas mitnehmen. Das ist schön. So, haben wir noch irgendwas hier? Was haben wir hier? Ah, ist so eng. Geiler Tisch. Seht euch diese Löwen an. Genau, Löwen. Was haben wir hier? Ui. Wir bräuchten hier ein paar Bilder von meinem Dad. Die hier sind für meinen Geschmack einfach zu fröhlich. Hohohoho. Okay, dann gehen wir mal runter. Mal gucken, was da passiert. Da passiert erstmal nichts. Hier ist auch keiner weiter da. Dann schauen wir mal, was draußen noch so los ist. Neuer Tag, neues Glück. Super, wir speichern mal ab. So. Ja, überschreiben. So. Und wir schauen mal. Es sieht so aus, als hätte der Motorradladen geöffnet. Juhu! Yeah, juhu. Dann lass uns mal schnell hin. So, da rein da. Und es ist wirklich so, man kann mit Escape das Gehen abkürzen. Man kann auch durch Klick hier hinten den Sprung sofort machen. So, mein Lieber. Ja. Ah, der sieht aber cool aus. Tattoos. Ist das auch ein Tattoo oder sind das die Armhaare? Schauen wir mal. Moped. Hey, wie geht es Ihnen? Ich möchte ein Motorrad leihen. Moped. Pass, bitte. Pass? Monsieur Knight, Sie sind nicht in der Tourgruppe. Ich kann Sie auf meiner Liste nirgendwo finden. Nee, ich bin allein. Ah, es tut mir leid, Monsieur, aber die meisten meiner Maschinen sind für die Tourgruppen reserviert. Was? Okay. Eine kleine Maschine habe ich noch, aber sie ist wirklich nichts Besonderes. Ich zeige sie Ihnen mal. Das ist sie. Diese Schrottmühle? Ah, kommen Sie. Ich hatte irgendwie gehofft, ich bekomme dieses Baby. Was ist das? Armeemaschine aus dem Zweiten Weltkrieg? Oui, aber die Reservierungen für die Tourgruppe sind schon früher gemacht worden. Entweder nehmen Sie diese kleine Maschine, Monsieur, oder gar keine. Verdammt, wer bekommt die Harley? Wer sie als Erster haben will, Monsieur. Wenn sie kein anderer will, können Sie sie haben. Ach ja, ja, toll. Als ob es dazu kommen würde. Lassen Sie mich wissen, wie Sie sich entschieden haben. Wer steht denn da drauf? Eine Liste mit Reservierungen für die Motorräder. Ich stehe nicht drauf. Okay, wir nicht. Geht das so? Mosley. Okay. Ach, ich vergesse immer, es gibt ja auch sowas hier. Mosley steht drauf. Sehr schön. Dann können wir... Auf so einer Mühle würde ich mich nicht einmal tot erwischen lassen. Sowas kann die Selbstachtung eines Mannes vernichten. Für immer. So was aber auch. Okay. Was machen wir jetzt? Wir werden mal Mosley fragen. So, mal gucken. Aber
Wir machen mal Escape. Seht ihr, da können wir schnell hinspringen. Das macht... was machen die da? Was machen die da? Was? Was? Fiedelsim und Fiedelsum. Sowas aber auch. So, hier hoch. Zu Mosley mal schnell gehen. Da. Ja. Also, was liegt an, Knight? Passport. Sag mal, hast du einen Pass, Maus? Klar, ich habe ihn immer dabei. Warum? Wollte mich nur vergewissern, dass du ihn bei dir trägst. Du weißt ja, was man über Hotelzimmer in Europa sagt. Nein. Was denn? Lass niemals deinen Pass darin liegen. Maddie hat uns zwar schon gesagt, dass wir ihn immer griffbereit haben sollen, aber danke für die Warnung. Tja, kriegen wir den jetzt? Mir fällt im Moment nichts ein, worüber ich mit Maus reden könnte. Okay. Wir sehen uns. Jetzt verschwinde schon, du Blödmann. Was steht denn da? Achso, ist eine Lampe. Okay. Bah. Hier ist gar nichts weiter. Nö. Ich guck mal sicherheitshalber überall rum. Nö, ist nix. Dann gehen wir mal hier runter. Wir brauchen letztendlich den Pass von Mosley, richtig? Richtig. Ist hier noch irgendwas? Nö. Wir brauchen den Pass von Mosley. Und wir wissen auch, dass der Moped-Verleiher jetzt auch weiß, wie wir aussehen. Na super, toll, dass wir den Pass gezeigt haben. Aber Moment, wartet mal. Es gibt hier doch eine Mütze. So, wir haben hier eine Mütze. Halt und drehen und drehen. So. Da ist er. Huch. Ich schätze, diese Mütze könnte doch noch nützlich sein. Möglich. Okay. Hammer. Schauen wir uns mal kurz an. Ich persönlich stehe nicht so auf Mützen. Das ist mehr etwas, das Mosley tragen würde. Okay, Hinweis erkannt. Das ist die Mütze aus dem Fundbüro des Museums. Ich weiß, was Sie denken, aber ich könnte sie brauchen. Okay, wir wissen also, was war... Huch. Ah, hier ist gerade... Ich war gerade in der Wand. Das war nicht gut für die Kamera gerade. Ja, und nu? Ist irgendwas Neues in der Kirche? Mal gucken. Wie gesagt, ich überspringe mal einige Szenen. Ich glaube, das Laufen, das brauchen wir auf Dauer nicht. Hier ist Geld drin, aber das kriegen wir nicht, ne? Danke. Mein Sündenregister ist lang genug. Das stimmt. Aber hier ist zumindest erstmal nichts von Interesse. Im Übrigen hatte ich mal in einer der Kommentare einen Link bekommen von der Frau Maya, dass das hier mehr oder weniger sogar originalgetreu abgebildet ist, ne? Also von der Region her. Sogar der Straßenverlauf. Zumindest ist es der Teufel. Und das habe ich auch gesehen auf Fotos, dass es wirklich fast 1:1 nachgebaut ist. Natürlich mit den Möglichkeiten, die es 99 gab, ne? So, was haben wir hier hinten noch? Mal gucken. Oh. Na? Sieht aus, als hätte Arnaud einen grünen Daumen. Okay, wir stehen direkt davor und der haut ab. Was ist das hier? Der AB hat seinen Spritzer vergessen. Spritzer vergessen? Spritzer vergessen ist aber schlecht, nehmen wir mit. Es ist für einen guten Zweck. Na klar. So, hat sich hier was getan? Das Fenster vom Büro des AB. Kann ich nichts machen weiter? Ist denn die... Moment mal, hier hinten gibt's doch die Katze. So, werden wir mal schnell rüber.
Da ist die Katze jetzt. Scheint nicht gerade erfreut zu sein, mich zu sehen. Da komme ich nicht drauf. Okay, streichen geht nicht. Was war das hier? Das war das Loch, ne? Die Katze ist da durchgelaufen. Verdammt eng. Das ist echt eng, aber die Katze hat kein Fell dranhängen lassen. Könnte sie aber, wenn ich etwas nachhelfe. Okay. Könnte das so ähnlich sein wie, sag mal, wie bei Day of the Tentacle, die Katze durch das Loch, die sich da durchquetschte und dann mit weißer Farbe, da haben wir weiße Farbe an das Loch oben gemacht, und als die Katze sich durchgequetscht hat, hat sie natürlich die weiße Farbe auf ihren Rücken verteilt als Längsstreifen und ist dann als schwarze Katze mit weißen Streifen als Stinktuch durchgegangen. Mal gucken, ob das klappt. Auf alle Fälle gibt es eine Reaktion ohne Kommentar, das ist schon mal schön. Sehr schön. Die Katze ist da durchgelaufen. Verdammt eng. Okay. Das ist echt. Okay, hatten wir. So, jetzt müssen wir. Streicheln ging ja nicht, ne? Da komme ich nicht drauf. Leckerli? Mal gucken. Nee, das funktioniert nicht zusammen. Nee, mit dem Dolch nicht. Mit dem hier vielleicht? Mal gucken. Dass wir so runterpieksen oder sowas. Nee, das funktioniert nicht zusammen. Warte mal, wir nehmen mal das hier. Mal gucken, geht das? Ja. Das geht. Die arme Katze. Das tat wahrscheinlich auch nochmal weh. Hat sie jetzt was verloren? Einbrechen? Nee. Einbrechen? Da, das wollen wir. Es hat funktioniert. So, dann gucken wir uns das mal an. Wir haben schon lange keine Gegenstände mehr angeguckt, fällt mir gerade auf. Ich glaube, das könnte man für einen Schnurrbart halten. Aber ohne Hilfe wird es nicht auf meiner Lippe bleiben. Trotz meiner ungeheuren animalischen Anziehungskraft. Ist klar. Gut, also wir brauchen dann sowas wie einen Kleber, hä? Frage ist, was tun wir jetzt? Achso, wir müssen erstmal wieder rum. Wir brauchen also sowas wie Klebstoff. Klebstoff, wo finden wir Klebstoff? Wir brauchen natürlich auch noch den Pass. Warte mal, ich speichere mal hier kurz ab. Ist ja chronologisch, ist nicht so schlimm. Gehen wir mal hier wieder rein. Wir brauchen noch den Pass. Wofür ist das? Das war auch doch noch was, wenn ich mich richtig erinnere. Hier ist nichts weiter. Sie studieren die Karte. Okay. Geht das? Wartet mal. Was ist jetzt? Was passiert? Was passiert denn jetzt? Können wir so reingehen? Oh. Tschüss, Mosley. Ich will Mosleys Zeug nicht sehen. Ist seine Jacke.
Nein. Das ist klar. Das ist klar. Ah. Ich sollte lieber verschwinden, bevor Mount Everest zurückkommt. Ja, ja. Ah, Moment, ich glaube, wir haben was zum Kleben. Okay, das war also das. Wir haben was zum Kleben. Moment mal. Moment mal. Wir haben was zum Kleben. Wo ist es? Hier, guck mal. Sirup. Was ist denn? Können wir den benutzen? Ich wusste es. Und jetzt benutzen wir das mit dem. Und machen daraus eine Verkleidung. Und mit dem. Halt. Also das nenne ich eine Mosley-Montur. Genau so. Dann haben wir nämlich das. Jetzt brauchen wir bloß noch den Pass. So, wir speichern mal kurz. Speichern. Da. Das heißt, wir müssen ihn nur noch dazu bringen. Ich überlege mir was. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Würde mich freuen. Bis dahin. Euer Firefox.